Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr mit dem Streamlabs Chatbot das Currency-System aktiviert. Bedeutet, wie könnt ihr eure Zuschauer mit Punkten fürs Zuschauen belohnen? Um das Currency-System oder auch Punktesystem von dem Streamlabs Chatbot zu aktivieren, müsst ihr im Chatbot selber auf der linken Seite auf den Reiter Currency wechseln. Ihr seht nun die Einstellungen, die wir bereits im letzten Video gemacht haben, nämlich den Befehl, den Namen und die Ausgabe unserer Punkte. Für alle, die das nicht gesehen haben, ich habe euch das Video oben rechts nochmal verlinkt und wir gehen das Ganze jetzt trotzdem nochmal durch. Also bei General müssen wir nun erstmal einstellen, mit welchem Befehl man die Punkte abrufen kann. Das wäre zum Beispiel in meinem Fall Ausrufezeichen Bananas. Denn meine Punkte heißen nicht Punkte oder Points, sondern Bananas. Das haben wir hier angegeben. Und was bekommt denn Benutzer, wenn er dies in den Chat eingibt? Er bekommt seinen Benutzernamen, seinen Rang, die Stunden, die er bereits zugeschaut hat, dann den Namen der Currency, also Bananas Doppelpunkt und die Anzahl von Bananas. Das würde dem Benutzer im Chat angezeigt werden, wenn er Ausrufezeichen Bananas in den Chat eingibt. Des Weiteren habt ihr noch die Möglichkeit, einen Cooldown einzustellen. Dies bedeutet, dass man nur alle 5 Sekunden seine Bananas oder seine Punkte abrufen kann. Wenn man in kürzerer Zeit versucht, die Punkte abzurufen, dann geht das nicht. Also ihr könnt ja zum Beispiel auch sagen, man darf nur alle 10 Sekunden die Punkte abrufen. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, euren Zuschauern Ränge zuzuweisen. Dies könnt ihr entweder anhand von Punkten machen oder anhand von Stunden. Ich lasse dies bei Punkten. Dann könnt ihr noch einstellen, ob Offline Hours into account for total hours in the stream genommen werden. Also, wenn ihr offline seid, also euer Stream nicht läuft, der Bot aber an ist, sollen die Stunden der Benutzer, die dann noch im Chat sind, zu den ganzen Stunden des Benutzers zählen. Ich lasse dies immer aus, denn ich möchte ja eigentlich nur die Stunden haben, die ein Zuschauer wirklich im Livestream verbracht hat, wenn ich online bin. Ihr habt dann noch die Möglichkeit, dass alle Zuschauer, die eine bestimmte Punktezahl haben, automatisch ein Regular werden. Ein Regular ist ein Benutzer mit einem etwas höheren Rang als die normalen Zuschauer. Solltet ihr Game Wisp benutzen, könnt ihr automatisch auch einstellen, dass ein Game Wisp Bonus benutzt wird, zum Beispiel einen Sub-Bonus für bestimmte Level des Game Wisp Subs. Habt ihr keinen Game Wisp, dann brauche ich das auch nicht interessieren, wie bei mir zum Beispiel. Ich habe keinen Game Wisp, habe es auch nicht verknüpft mit dem Chatbot, dementsprechend ist es grau und ich kann es auch gar nicht aktivieren. Als letztes habt ihr noch die Möglichkeit, die Streamlabs Extension für Currency zu aktivieren. Ich empfehle euch, dies erstmal nicht zu tun. Ich würde noch ein extra Video dazu machen, denn Streamlabs bietet auch eine Twitch Extension an, um die Currency nicht mehr über den Bot laufen zu lassen, sondern über diese Extension. Und da gibt es noch ein paar Benefits, wenn ihr zum Beispiel Streamlabs OBS auch einsetzt, anstatt das normale OBS Studio. Dann könnt ihr das alles verknüpfen, verbinden, habt ein paar Benefits, aber für dieses Video würde ich das nicht aktivieren, denn wir wollen ja das Streamlabs Chatbot Currency System nutzen und daher macht das keinen Sinn. Als nächstes müsst ihr die Intervalle einstellen. Die Intervalle sind dafür da, um festzulegen, in welchem Zeitraum Punkte ausgeschüttet werden. Dafür gibt es einen Online-Intervall, sprich wenn euer Stream online ist, in welchen Zeiträumen sollen Punkte ausgeschüttet werden an die Benutzer, und es gibt einen Offline-Intervall. Wenn ihr also offline seid, euer Stream nicht läuft, der Chatbot aber läuft, dann könnt ihr einstellen, in welchen Abständen dort Punkte ausgeschüttet werden sollen. Wie viele Punkte ausgeschüttet werden, stellt ihr hier bei Payout ein. Live Payout bezieht sich auf den Online-Intervall. Bedeutet, wenn ihr 10 als Online-Intervall habt, euer Stream ist online, dann würden alle 10 Minuten 5 Punkte oder in meinem Fall Bananas an die Zuschauer ausgeschüttet werden. Dementsprechend würden alle 15 Minuten 0 Punkte an die Zuschauer ausgeschüttet. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, euren Zuschauern noch einen Bonus obendrauf zu schlagen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Regular User, wenn ich hier jetzt eine 5 eintrage, oh, nicht 50, das wäre ein bisschen viel, sondern eine 5, das würde dann bedeuten,
dass ein Zuschauer, der Regular ist, alle 10 Minuten, wenn ich online bin, die 5 normalen bekommt plus die 5 Regular, also 10 Punkte. Ich kann dann zum Beispiel einstellen, dass Subscriber 10 Punkte extra bekommen. Die würden dann 15 Punkte in Summe bekommen. Das könnt ihr auch für GameWisp-Subs, Moderatoren und für aktive Benutzer machen. Ihr könnt auch festlegen, in welchem Intervall ein Benutzer als aktiv gekennzeichnet wird. Zum Beispiel, wenn er eine bestimmte Anzahl von Wörtern alle paar Minuten schreibt. Ihr habt außerdem noch die Möglichkeit, für bestimmte Events Ausschüttungen festzulegen. Zum Beispiel, wenn euch jemand raidet. Dann könnt ihr sagen, dieser Channel, der mich geradet hat, der bekommt 10 Punkte extra. Wenn euch jemand followt, dann könnt ihr sagen, okay, wenn jemand das erste Mal meinen Kanal betritt und mir ein Follow da lässt, dann kriegt er auf jeden Fall gleich erstmal 10 Punkte gut geschrieben. Wenn mir jemand subscribt, kann ich dem dann auch noch Punkte zuschreiben. Also ich könnte zum Beispiel sagen, alle Subs bekommen direkt für einen Sub 200 Punkte. Das kann ich natürlich auch für GameWisp-Subs machen oder wenn mich jemand hostet. Letztendlich könnt ihr das Ganze auch noch für Donations machen. Wenn euch zum Beispiel jemand einen US-Dollar, Euro oder was weiß ich, irgendeine Zahlungsart und davon den Wert 1 donatet, dann könnt ihr sagen, er bekommt 10 Punkte für einen Euro. Bedeutet, wenn jemand 10 Euro donatet, bekommt er 100 Punkte gut geschrieben. So könnt ihr euren Zuschauern auch noch ein paar Punkte extra geben, wenn sie euch unterstützen. Wenn wir alle unsere Einstellungen getätigt haben, können wir hier oben auf den Pfeil klicken und kommen zurück zu der Übersicht unserer gesamten Benutzer, der Ränge, der Punkte und der Stunden. Bei mir war bisher, seitdem ich den Bot hier anhabe, was mache ich ja nur für die Videos momentan, noch keiner im Stream, sage ich mal. Deswegen sind hier auch momentan noch keine Benutzer drin. Das füllt sich aber mit den Benutzern mit der Zeit und ihr seht dann auch die Ränge und die Punkte der jeweiligen Benutzer und auch wie viele Stunden diese Benutzer zugeschaut haben. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, hier Benutzer hinzuzufügen. Das heißt, wenn ihr irgendwie was übernehmen wollt, könnt ihr die Benutzer anlegen, denen schon Rang zuweisen, Punkte zuweisen und Stunden. Ich zeige das Ganze mal. Hier würde ich eine ID vergeben, den Namen. Da sollte man halt den Twitch-Namen nehmen, die Punkte und die Stunden. Ich kann aber auch Benutzer bearbeiten. Wenn ich einen Benutzer auswähle in der Liste und auf den Buntstift klicke, dann kann ich ihn bearbeiten. Oder aber es war jemand ganz böse zu mir und ich möchte ihn eigentlich rauslöschen und ihm die Punkte entziehen. Dann kann ich den Benutzer auch auswählen oder auf Remove klicken. Als allerletztes sind noch die Ränge ganz interessant, denn eure Benutzer bekommen ja anhand der Punkte, die sie sammeln, Ränge. Und diese Ränge, die könnt ihr hier bearbeiten mit der Krone. Da klickt ihr drauf und nun seht ihr die Ränge. Bei mir sind noch keine Ränge angelegt. Um einen Rang zu erstellen, klickt ihr hier oben rechts auf das Plus. Und nun könnt ihr zum Beispiel sagen, es gibt einen Rang Bananenkopf. Das passt ganz gut. Bananenkopf. So, für meinen Stream passt das. Der braucht insgesamt 1000 Punkte. Also wenn man 1000 Bananas gesammelt hat, dann wird man ein Bananenkopf. Das Ganze gilt für alle Zuschauer. Also ihr könnt hier auch festlegen, dass es bestimmte Ränge gibt, die die Subscriber erreichen können, aber kein anderer Zuschauer. Auch ganz interessant. Oder Moderatoren. Es können sich auch die Moderatoren hocharbeiten, sag ich mal, dass sie innerhalb des Moderatorstatuses auch noch verschiedene Ränge einnehmen können. So, wenn ihr das Ganze dann auf Submit bestätigt, dann habt ihr einen Rang angelegt. In meinem Fall wäre das nun so, dass alle Zuschauer, die in meinem Stream sind, ab 1000 Bananas zum Bananenkopf werden. Ihr könnt diese Ränge natürlich auch bearbeiten, indem ihr die markiert und dann auf den Buntstift klickt. Dann könnt ihr das Ganze ändern und speichern. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, ach nee, 1000 sind ein bisschen viel, dann mache ich mal 800 Bananas. Das reicht auch schon. Dann speichere ich das Ganze wieder und ihr seht, das wurde geändert. Genauso kann ich halt auch einen Rang löschen, indem ich den markiere und dann auf Löschen klicke. Das war es dann auch mit den Rängen. Also wir haben nun gezeigt, wie man das ganze Currency-System aktiviert. Wir haben gezeigt, wie man es konfiguriert und wir haben auch gezeigt, wie man die Ränge bearbeitet. Es gibt es noch eine kleine Wichtigkeit. Und zwar, wenn ihr unter Currency, unter den Reiter Currency geht und hier oben links dieses Tarnrädchen oder diesen Balken, der muss immer nach rechts sein, der muss grün leuchten nach rechts sein, nur dann läuft das Currency-System auch. Wenn es nach links ist, dann ist es aus. Dann passiert nichts. Da könnt ihr einstellen, was ihr wollt. Das macht nichts. Immer nach rechts. Grün, leuchten, geil. So, und dann gibt es hier noch einen Button. Der ist auch ein bisschen irritierend. Und zwar hatte ich euch ja erklärt, es gibt auch von Streamlabs
die Currency Extension, die ihr direkt auf Twitch installieren könnt. Das Ganze muss hier auf Local stehen, damit das über den Streamlabs Chatbot läuft. Solltet ihr irgendwann auf diese Extension umswitchen, könnt ihr das Ganze mit dem Bot verknüpfen und könnt ihr draufklicken und sagen Extension. Dann warnt euch der Bot auch, by toggling this, the bot will interact directly with a Streamlabs Twitch Extension. Are you sure you want to do this? Bedeutet, wenn man das aktiviert, dann wird der Chatbot direkt mit der Extension kommunizieren. Das Ganze läuft darüber. Aber das wollen wir ja in diesem Video nicht. Wir wollen das lokal in unserem Bot laufen lassen. Also klicken wir Nein und stellt sicher, dass ihr das auf lokal lasst. Damit sind wir dann auch durch mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ihr könnt nun nach dem Video endlich euren Zuschauern Punkte geben. Und ich hoffe, ihr habt da sehr viel Spaß mit. Solltet ihr noch Fragen haben, dann postet sie entweder in die Kommentare oder joint meinem Discord-Server. Dort gibt es einen extra Technik-Channel und dort könnt ihr eure Fragen stellen und ich versuche euch dann zu helfen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao. See.